Leute, Erjan und ich werden jetzt ganz aus Deutschland wegfliegen. Wir werden, glaube ich, nach Jamaika fliegen. Ab nach Jamaika, das Ort ballert hier nicht. Das Ort ballert hier nicht, ab nach Jamaika. Ab in den Flugzeug! Wuhu! So, Leute, Erjan und ich. Ein hochmoderner Fuhrpark, der Millionen kostet. Für die automatische Vollwäsche. Also Hund rein, Klappe zu und Start. Benny sitzt jetzt 4 Minuten im Wassershampoo-Nebel. Frauchen Petra versucht ihn abzulenken. Dann wird laute und lange 25 Minuten geföhnt. Ganz trocken ist Benny nicht. Da muss Frauchen Petra noch mal ran. 34 Minuten Hundewaschanlage. Benny will raus und ist schneller als der Kameramann. Bennys Frauchen entscheidet sich nach der Sicherheitseinweisung für die automatische Vollwäsche. Also Hund rein, Klappe zu und Start. Benny sitzt jetzt 4 Minuten im Wassershampoo-Nebel. Frauchen Petra versucht ihn abzulenken. Nee, gar nichts. Bleib sitzen. Ist das okay bei dir? Naja. Bisschen Luft, aber ist der andere denn da? Siehst du irgendwas? Ich hab keine Ahnung, ich musste den echt. Ich musste einfach zur Seite fahren. Der hat so krass geschnitten. Ich hab's ja nicht gehört. Wir waren unterwegs zusammen mit dem NRF, der vorausgefahren ist. Und dabei hat uns ein Auto geschnitten. Ich hab versucht wirklich da irgendwie. Mach mal Kopfhörer rein. Somit sind wir sogar ins Schleudern gekommen. Und ich bin dann gegen die Leitplanken gefahren. Wir fahren jetzt ins Krankenhaus. Ne? Was haben Sie denn hier an der Hand gemacht? For better food on apple juice, can I sip on the cup? Mix it with some 1942 and I'm beating you up. You chosen, fuck it up when you bust wide open. It's the ocean, I'm just imposing. Yeah, mach dein Headset rein. Warum hast du den Schlagring an deiner Hand? Was? Okay. Digga, schreib mir über PlayStation, warum muss ich die ganze Zeit? Ich dachte, ich bin deine beste Freundin, warum erzählst du mir das nicht? Das finde ich echt scheiß von dir. Aber keiner weiß. Wie? Okay, ist irgendwie komisch. Warum hast du den Schlagring an deiner Hand? Ich bin vergeben, aber ich sitze dir. Was? Okay. Ich hab's endlich geschafft. Das 1 gegen 1 zwischen Apocalypto Trunks und mir wird stattfinden. Es ist eigentlich eine sehr, sehr dumme Idee, denn er hat den Namen als deutschen Sway. Nicht voll Idiot, ja, hab's nichts Besseres zu tun und hab mich mit ihm angelegt in einem 101. Aber, naja, auf jeden Fall, ich bin echt sehr, sehr viel am Trainieren. Also bin ich mir auch nicht sicher, ob die nächsten Wochen Videos kommen werden. Auch das 101 zwischen mir... Oh, lol, das wollte ich auch gerade machen. Aber auf jeden Fall trainiere ich sehr, sehr viel. Ich hoffe einfach, dass Trunks ernst spielen wird. Also Leute, was lernen wir draus? Ich geh Spielchat kurz. Hey, wenn du dieses TikTok noch Hallo? Hi Leute, ich zeige euch heute meine Stimme. Aber zuerst beantworte ich noch ein paar Fragen. Let's go! Spielst du PC? Ja, ich habe auf PC gespielt, aber der ist gerade kaputt. Kennst du ein gutes LKW-Spiel für Handy? Ja, Cargo Transport Simulator ist ganz gut, finde ich. Ich feiere deine Videos. Mach weiter so. Wo wir das gerade ansprechen, danke für 500 Follower.
Ich finde es unglaublich, dass ich in so kurzer Zeit mir eine eigene kleine Community aufgebaut habe. Und auch vielen Dank für eure ganzen netten Kommentare. So, aber jetzt zu meiner Stimme. Hi. Ja, das ist meine Stimme. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hi Leute, ich zeige euch heute meine Stimme. Aber zuerst beantworte ich noch ein paar Fragen. Let's go! Spielst du PC? Ja, ich habe auf PC gespielt, aber der ist... Ich habe eh keine Skins. Okay, du sagst also, ich habe keine Skins? Nee, das ist gar nichts. Ich will jetzt, glaube ich, erstmal den hier, glaube ich, aus. Der ist relativ nice, muss ich sagen. So. Was ist... Nee, warte. Ich will doch einen anderen Skin. Der ist doch nicht so nice. Was war das? Ich nehme den hier, glaube ich. Perfekt. Von wo? Hier.
ein Bastard, Digga. Der da. Denn im Internet hat meine Redaktion jede Menge Beschwerden über die Pizzadienste in der Gegend von Orlando gefunden. Einige liefern zu spät, viele gar nicht. Schau mal, da ist ja auch eins. Eine Bestellkarte liegt auch bei uns unter der Tür. Das Motel ist von außen zugänglich. Es kann also jeder hier etwas drunter durchschieben. Das heißt, er muss gar nicht beim Hotel arbeiten. Der kann auch einfach hier aufs Gelände kommen und sowas durchschieben. Ja. Und da geht die Story los. Wir holen uns jetzt eine Pizza und rufen direkt bei der angegebenen Nummer an. So, die Nummer ist in jedem Fall hier aus Florida, aus der Gegend von Orlando. Das kann man sehen. Noah ist online. Und Leon, warte, ich glaube mal Leon. Warte, ich spiele gerade mit einem YouTuber, ich kann euch Beweis zeigen. Hier, der heißt so CX Kian. Und hier. Edition.